Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Disney's Magic Kingdom. Und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar ist unsere neue Aufgabe, den guten Woody zurückzuholen, damit unsere Stadt, beziehungsweise eher unser Freizeitpark, einen Sheriff hat. Und dafür müssen wir jetzt die richtigen Marken zusammensammeln. Und wir schauen mal, ob wir jetzt schon eine dabei haben. Ah, genau, hier haben wir schon die Mütze. Die brauchen wir auf jeden Fall für ihn. Dann haben wir hier den Ball. Den brauchen wir auch für ihn. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch zweimal. Warte mal. Wenn wir jetzt auf ihn raufgehen, sehen wir das. Diese, den Sheriff-Stern, den brauchen wir zweimal. Dafür muss Mickey eine Minute immer... was macht er da? Ach nee, das dauert sogar gar nicht so lange. Suche nach Freunden. Dauert immer so ein paar Sekunden. Wir können ihn jetzt nochmal nach Freunden suchen lassen. Und wenn er jetzt gleich nochmal einen Sheriff-Stern droppt, und das tut er, dann können wir auch Woody zu uns holen. Also werden wir das tun. Los, lassen wir den Sheriff auf die Stadt los. Wir heißen Woody willkommen. So, zack. Und da ist Woody. Auch Toy Story 1 meiner... eins von den Disney-Filmen, die ich sehr, sehr gerne mochte. Gerade, ich glaube, Toy Story 3 war es. Toy Story 3, was erst vor kurzem, irgendwie vor 2-3 Jahren oder so rauskam. Naja, vor kurzem, aber gut. Als 26-Jähriger ist es nicht mehr so viel Zeit. Der war echt gut. Wow, das war aber eine holprige Fahrt. Dieser Ort scheint deutlich weniger rauflustig, als ich ihn in Erinnerung habe. Ich sollte mich besser einmal umsehen. Aufgabe abgeschlossen. Spielzeugzeit. Erste Sheriff-Regel. Ruhe bedeutet, dass Ärger immer in Anmarsch ist. Zack. Den haben wir fast umgehauen mit unserem High Five. Ob unsere Freunde die Verbesserung im Königreich bemerken? Manche laufen nur herum. Das ist es. Anstatt immer weiter herumzulaufen, sollten sie immer weiter herumfahren. Auf zum Spaß, Teil 1. Lass Mickey Freunde für das Riesenrad finden. Finde Freunde zum Spaß. So, hier haben wir nochmal ein Bällchen, was hier raus droppt. Toll, jetzt wo ich einige Anhänger habe, sollten wir eine Runde drehen. Aufgabe abgeschlossen, auf zum Spaß. Haha, ich wusste, dass ich eines Tages eine Runde drehe. Klar wird mir auf dem Riesenrad schwindelig, aber ich habe noch nie eine Runde mit meinen Freunden bereut. Lass Mickey das Riesenrad genießen. Los. Und was ich jetzt gleich nochmal gucken wollte, ist... Oh, hier haben wir auch eine Aufgabe mit Woody. Hier geht es definitiv etwas Böses vor sich. Als Sheriff ist es meine Pflicht sicherzustellen, dass wir alle sicher sind. Dazu muss ich in Topform sein. Ich sollte besser sicherstellen, dass meine Aufziehschnur funktioniert. Lass Woody die Aufziehschnur testen. An der Schnur ziehen. Los. Dann mal los. Wir gehen mal zu Mickey. Mensch, das war rundherum ein großer Spaß. Aufgabe abgeschlossen. Das hat Spaß gemacht. Aber jetzt ist es Zeit, zurück an die Arbeit zu gehen. So, man merkt schon langsam, wir kriegen immer mehr Belohnung für unsere Aufgaben, die wir so erledigen. Uff, der Wiederaufbau des Königreichs ist ganz schön anstrengend. Vielleicht ist es Zeit für ein kleines Nickerchen. Lass Mickey zu sich, sich daheim ausruhen. Dauert 15 Sekunden, soll er machen. Wir können derzeit zu Woody gehen. Ach, der braucht auch noch ein bisschen. Ich will mal kurz gucken, ob wir schon neue Sachen bauen können. Gebäude. Nee, das sieht nicht so aus. Nicht wirklich. Toll, ich fühle mich großartig. Zeit loszuziehen und etwas Spaß zu haben. Aufgabe abgeschlossen. Auf zum Spaß. Es geht nichts über ein wohltuendes Nickerchen, um sich auf die Arbeit vorzubereiten. High five. So, es kommen immer mehr Besucher in den Park. Gute Arbeit. Glück entzückt überall um uns herum.
Aber vergessen wir nicht, dass wir noch mehr Freude ins Königreich bringen können, indem wir die Wünsche anderer erfüllen. Sollen wir herausfinden, was sich einige unserer Freunde wünschen? Eine Achterbahn. Und was ist das jetzt? Zufrieden. Berühre Wünsche, um sie zu erfüllen. Okay. Besucher seit Beginn. 10. Wir haben jetzt schon 10 Besucher gehabt. Aber irgendwie bringt das Berühren hier nichts. Erhöhe deinen Glückslevel, indem du die Wünsche erfüllst. Sammle Glück. Erhalte größere Belohnung und Boni. Mal sehen, wie viel Glück wir erzeugen können. Erschafft Glück. Sammle 5 Glück. Los. Zack. Hä? Warum klappt das nicht? Ach so, muss er sie glücklich machen oder was? So, das Kind wird uns gleich Glück bringen. Mit Sicherheit. So, einige laufen zu Mickey, die wollen unbedingt Mickey sehen. Aber die droppen kein Glück irgendwie. Da ist einmal Glück jetzt rausgekommen, davon brauchen wir noch mehr. Wir können Woodys Aufgabe eben auch lösen. Da ist eine Schlange in meinem Stiefel. Das ist ein Klassiker. Meine Aufziehschnur scheint in Ordnung zu sein. Aufgabe abgeschlossen. Greif nach den Sternen. Ha, ein weiterer Klassiker. So, dann haben wir die Aufgabe auch abgeschlossen. Ich muss herausfinden, was hier vor sich geht. Lass Woody auf seinen Posten gehen und nachdenken. Los. Dann soll er das machen. Wir brauchen weiteres Glück. Das Königreich braucht wirklich ein paar neue Pflanzen. Gärtnerin ist Minis Spezialgebiet, aber vielleicht kann ich mich auch im Blumenpflanzen versuchen. Baue 2 Rosenbüsche an. So. Achso, die müssen hier auf jeden Fall hier irgendwo aufgebaut werden. Ich würde die ja eigentlich dann am Rand irgendwo positionieren. Hier passen die nicht. Da hatte ich ja die Bank hingetan. Dann können wir die so beide so neben die Bank tun. Zack. Wow, dieser Ort sieht jetzt klasse aus. Aufgabe abgeschlossen. Gärtnerversuch. Zack. So, da können wir auch nochmal was rausholen aus dem Riesenrad. Und wir sind aufs nächste Level aufgestiegen. Level 4. Da gibt bestimmt noch mal ein bisschen Magie und ein bisschen Crystal. Jo. Zack, zack, zack. Sammeln wir das alles mal ein. Aber wir müssen das Glück einsammeln von den Kindern. Das war eigentlich unsere Aufgabe. Erfüllte Wünsche erschaffen Glück. Glück verschwindet, wenn Gäste gehen. Schaue öfter nach, um weitere Wünsche zu erfüllen. Großartig. Great. We make that park great again. Wie der gute Trump sagen würde. So, hier haben wir auch noch eine Aufgabe. Mensch, dieses Nachdenken über Kater Carlo und die Band ist ziemlich ermüdend. Wenn ich nur einen Ort hätte, an dem ich einfach nur sitzen könnte. Ich kann immer besser nachdenken, wenn ich esse. Baue 2 Picknicktische. Dann bauen wir mal 2 Picknicktische. Dafür habe ich irgendwie gar keinen vernünftigen Platz. Ich würde sagen, ich baue das dann mal einen dahin. Und ein bauen wir den anderen hier hin. Zack. Das ist besser. Das sieht auch nach einem Ort aus, an dem man sehr gut nachdenken kann. Aufgabe abgeschlossen. Eine Weile nur sitzen. Zack. High five. So, sammeln wir die Belohnung auch mal ein. Da gibt es auch wieder ein Kind, das glücklich gemacht werden möchte. Ich krieg es einfach nicht angeklickt, ne? Ich
klappt aber auch noch nicht. Irgendwie ist das Kind noch nicht glücklich. Egal. Aha, schau dir all diese Magie an, die ich zur Verfügung habe. Ich finde, es ist Zeit, weiter das Königreich aufzuräumen und den Fluch zu beseitigen. Lass die Magie erneut wirken. Los. Fluch beseitigen. Dauert 40 Sekunden. Können wir es beschleunigen? Könnten wir, will ich aber nicht. Das kann so ruhig ganz normal ablaufen. Suche nach Freunden. So, Mickey sucht nach Freunden. Wenn er Freunde findet, werden die Kinder glücklich. Und wenn die Kinder glücklich werden, kriege ich das, was ich brauche, nämlich das Glück der Kinder. Das klingt so, als wenn ich den Kindern etwas klauen würde, ne? So ein bisschen. So, was ist hier? Sammle 5 Glück. Ja, da bin ich immer noch dabei. Alter. Irgendwie spinnt das ein bisschen zu doll. So, das können wir auch nochmal einsammeln. Hier können wir auch nochmal sammeln. Und Woody ist hier vorne auch immer noch zugange. Der wird ja irgendwie gar nicht fertig. Ich gehe auf den Posten und denke nach. Ich dachte, das sollte nur 5 Sekunden dauern oder so. Naja, egal. Was haben wir hier? Ach, es ist die nächste Stelle frei. Meine Feinde scheinen nicht aufzugeben. Vielleicht muss ich mein neues Reich genauer überwachen. So, wir machen an dieser Stelle ein kleines Päuschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Disney's Magic Kingdom sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.